Thema: Haltung der Bundesregierung zu den Verhandlungen über ein No-Spy-Abkommen zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesregierung ist ja nicht unbedingt mit der ersten Riege leider heute anwesend. Millionen, wir wissen nicht wie viele, 10 Millionen, 50 Millionen, 80 Millionen deutsche Bundesbürger müssen damit rechnen, dass derzeit ihr sämtlicher Online-Verkehr, ihr Telefonat mit dem Handy, ihr SMS verschicken, dass all das von der NSA weiter registriert wird. Seit Juni vergangenen Jahres haben wir es mit einem der größten Datenschutz- und Grundrechteskandale in der Geschichte überhaupt zu tun. Nach monatelanger Verklärung und Vertuschung, nach Placebos und Beschwichtigungen im Wahlkampf, nach gänzlich ergebnislosen Delegationsreisen steht die Bundesregierung unter Angela Merkel heute ein Dreivierteljahr nach den Veröffentlichungen von Snowden völlig blank da. Das ist der Skandal nach dem Skandal, meine Damen und Herren. Wir haben erlebt, dass Geheimdienste anscheinend völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Die Überwachung von Millionen Bürgerinnen und Bürgern, das Aufbrechen von Privatsphäre, die Unterwanderung von Telekommunikation und Internet, all das darf ein freiheitlicher, demokratischer Rechtsstaat nicht hinnehmen. Das Problem ist, dass das millionenfache Ausspähen der Bevölkerung ein fundamentaler Angriff auf die Grundfesten der Demokratie ist, nämlich die freie Kommunikation und das Kommunizieren frei von Kontrolle. Und bewusst bildet der Katalog der Freiheitsrechte den Anfang des Grundgesetzes. Aber diese Freiheitsrechte müssen auch geschützt werden. Und sie müssen auch geschützt werden gegen einen übermächtig werdenden Überwachungsstaat, weil das Streben nach absoluter Sicherheit in Tyrannei und in Unfreiheit führt. Nur ist eben diese Sicherheit kein Selbstzweck, sondern sie dient der Verwirklichung von Freiheit. Sie haben als Bundesregierung damals wie heute nicht verstanden, worum es im Kern geht. Die zentrale Frage ist: Kann es in einem freiheitlichen Rechtsstaat anlasslose, massenhafte Erfassung von Kommunikations- und Bewegungsdaten aller Bürgerinnen und Bürger geben? Und die Antwort lautet nein, denn wer beobachtet wird, der ist nicht frei. Und dann kam also Ihr Hauptargument, was Sie jetzt tatkräftig unternehmen wollten, nämlich ein No-Spy-Abkommen auf den Weg zu bringen. Ziel dieser Gespräche war es von Anfang an, zu einer entsprechenden Vereinbarung zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der National Security Agency zu gelangen. Wer ein Anti-Spionage-Abkommen von Spionen verhandeln lässt, der muss sich über so ein Ergebnis nicht wundern. Allein die Idee ist absurd. Das darf kein Stillhalteabkommen zwischen Geheimdiensten sein, sondern das muss eins sein, das auch den Schutz der Bürgerinnen und Bürger verbindlich politisch sichert. Das No-Spy-Abkommen als Antwort auf die Enthüllungen von Snowden war von Anfang an nicht ausreichend. Das No-Spy-Abkommen, wenn wir es hätten, reicht nicht. Reicht nicht. Spionage ist eben nur ein Teilbereich der Gesamtproblematik dessen, was Snowdens Veröffentlichungen ans Tageslicht gebracht haben. Ihnen ging es von Anfang an nicht um die Bürgerinnen und Bürger, nicht um die Bürgerrechte, nicht um die Freiheit der Menschen in diesem Land. Das war und es ist bis heute nicht Ihr Thema. Das ist dieser Affäre doch nicht mal im Ansatz angemessen. Ihnen ging es um die Regierungskommunikation und das Merkel-Phone. Und heute ist klar, noch nicht einmal das können Sie schützen. Selbst der Präsident des BND ist schwer verunsichert und nicht zufrieden. Und ganze Weltbilder bei den Kollegen Uhl und Mayer und der CSU brechen in sich zusammen, wie das denn sein könnte. Das ist ja immerhin schon mal ein Indiz dafür, dass Sie irgendwas zur Kenntnis genommen haben. Man hat einen Fragenkatalog versandt, von dem wir bis heute nicht wissen, ob er überhaupt beantwortet wurde und wenn ja, wie er beantwortet. Und ich mache keinen Hehl daraus, das Antwortverhalten der USA ist bislang höchst unbefriedigend. Freundschaft kann nicht bedeuten, dass die einen machen können, was sie wollen und die anderen alles zu akzeptieren haben. Der Vertrauensbruch ist erheblich und unter Freunden schafft man sowas eigentlich schnell und konsequent aus der Welt. Wenn ein Freund, den man beim Schnüffeln in den E-Mails im eigenen Wohnzimmer erwischt, sagt, dass er nicht garantieren kann, dass er das auch nicht wieder tut, was würden wir denn mit dem machen? Wir würden ihn wahrscheinlich aus der Wohnung werfen und unsere Freundschaft für beendet erklären. Nun sind Staaten und Regierungen aber keine Freunde, aber auch da müssen mindestens die Regeln des Anstands gewahrt werden. Und deshalb ist es unsere Position, genau dafür zu werben, dass wir nur dort miteinander arbeiten können, wo beide Seiten bereit sind, Regeln zu akzeptieren,
wo beide Seiten den gleichen Rahmen haben und wo im Prinzip klar ist, wo die roten Linien sind, dass sich Partner untereinander nicht ausspionieren, bis hin zu allen Feldern, die hier zu Recht kritisiert wurden. Aber wenn die USA uns keine andere Chance lassen würden, ist das dummerweise der Worst Case. Was macht die SPD? Die kann sich mal wieder, wie meistens, nicht entscheiden zwischen Bürgerrechten. Da gibt es leichte Ansätze. Wir werden jetzt in Verhandlungen und Gesprächen mit Nachdruck deutlich machen, dass in den USA wie bei uns das Supergrundrecht der Freiheit besteht. Da wird das Weiße Haus zittern. Meine Damen und Herren, im Lichte der überbordenden NSA-Datensammlung ist die zentrale Aufgabe in Deutschland und Europa die Rückgewinnung der Souveränität über den Umgang mit unseren Daten. Wir brauchen die europäische Datenschutzverordnung und eine durchgehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Kommunikation. Wir müssen PNR, SWIFT und Safe Harbor aussetzen, um wieder in die Diskussion reinzukommen. Ich bin mal gespannt, wie Sie das sonst machen wollen. Botschaftsangehörige, die hier spionieren und wo man es rausbekommt, erklären Sie diese Personen zu Personas non grata. Für die CSU übersetzt in ihrer Sprache, die nicht meine ist, würde das bedeuten, wer spioniert, der fliegt. Und wir müssen uns mit denen verbünden, mit denen wir für Bürgerrechte und Freiheit und ein Ende der Überwachung streiten. Wir müssen dann über das Safe Harbor Abkommen reden. Wir müssen selbstverständlich dann darüber reden, ob die Passagiergastdaten ohne weiteres so weiter in die USA gereicht werden. Und wir müssen über all das, was im Zusammenhang mit den Freihandelsabkommensverhandlungen steht, ebenfalls kritisch und sehr kritisch weiter diskutieren. Denn warum sollten wir über Verträge gebunden Daten weitergeben, wenn man sich illegal durch die Hintertür noch viel, viel mehr Daten holt und die gegen unsere Interessen missbraucht? Kündigen Sie umgehend die Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen auf. Das ist eine Sprache, wenn es um die Wirtschaft geht, die auch die Vereinigten Staaten von Amerika verstehen. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen den Terror darf nicht benutzt werden als Vehikel, um alle Interessen und das technisch Mögliche hier in Deutschland sich einfach zu holen. Legen Sie alle Verträge und Abkommen zum Datenaustausch zwischen den Diensten offen. Darauf haben die Menschen ein Anrecht. Und legen Sie das Fluggastdatenabkommen und den Bankdatenaustausch auf EU-Ebene mit den USA auf Eis. Werden Sie in Europa aktiv. Ich fände es noch netter, wenn die Bundeskanzlerin hier in diesem Saal endlich mal zu dieser Affäre und was sie da tun will, Stellung nehmen würde. Wir müssen vor der eigenen Haustür kehren, denn die Datensammelwütigen stehen im eigenen Land, stehen hier im Bundestag und da brauchen wir eine Umkehr, auch hier in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund, und das sage ich auch mal ganz klar in Richtung SPD, muss endlich auch endgültig Abstand genommen werden von der Vorratsdatenspeicherung. Denn sie ist die massenhafte, anlasslose Speicherung unserer Kommunikations- und Bewegungsdaten und deswegen ist sie aus unserer Sicht eben kein rechtsstaatliches Mittel. Dieses Grundverständnis, das wir haben, dass wir nur bei Verdacht personenbezogene Daten auswerten und erheben, dass wir vorher Richtervorbehalte haben, dass wir nicht pauschal uns alle Daten rausziehen aus einer Cloud in der Hoffnung, wir werden den Verdacht schon finden. Das ist nicht unser Verständnis. Beerdigen Sie nun endlich final die Vorratsdatenspeicherung und werden Sie auf EU-Ebene aktiv, dass sie nicht umgesetzt wird. Es ist an der Zeit, auch das wichtig. Dass es unser vorrangiges Ziel sein muss, den Schutz der Kommunikation im Internet zu gewährleisten, vielleicht auch die Punkte zu benennen, wo wir gar nicht in der Lage sind, die Kommunikation zu schützen. Hier all das zu tun, was wir können, technischer Schutz, dezentrale Netze, europäische Cloud, bessere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, all diese Dinge gehören mit dazu. Aber auch bei der amerikanischen Seite dafür zu werben, dass diese Art und Weise nicht mit unserem Verständnis von Bürgerrechten und Datenschutz übereinstimmt. Und ich glaube, dass es hier schon insbesondere die Verantwortung der EU-Kommission ist, dieses Safe Harbor-Abkommen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und auch entsprechend nachzuverhandeln. Europäische Datenschutzstandards und Bürgerrechte sind aber an den jeweiligen nationalen Interessenlagen, und das sage ich hier mal den Vertretern der Regierung, den nationalen Interessenlagen der Regierungen gescheitert. Es geht nicht einfach um Überschriften, sondern um konkretes europäisches Handeln, und da patzen Sie. Gleichzeitig haben Sie mit Ihrem No-Spy-Abkommen-Projekt
dem offenbar Gescheiterten, ein gemeinsames Vorgehen der EU hintertrieben. Es war schön dumm, sich auf eine rein deutsch-US-amerikanische Verhandlung überhaupt einzulassen. Auf ein völkerrechtswidriges Vorgehen von mindestens 5 Nationen mit einem bilateralen Abkommen antworten zu wollen, ist von Anfang an ein untauglicher Versuch, meine Damen und Herren. Und deswegen stehen Sie vor einem Scherbenhaufen. Und wenn wir insoweit immer wieder auf den Abschluss eines Antispionageabkommens drängen, dann geht es hierbei nicht um eine Sonderbehandlung für Deutschland, sondern es geht um einen ersten, aber auch notwendigen Schritt, dass Politik dieser Verantwortung gerecht wird. Was wir hier haben, ist ein europäisches Problem. Ganz Europa, die Völker und die Parlamente in Europa fühlen sich bedroht durch die NSA, die von den USA aus oder auch hier und wo auch immer in der Welt die Daten der Bevölkerung Europas abziehen, verwerten und speichern. Ein belastbares No-Spy-Abkommen muss europäisch sein. Nicht nur Merkel und Millionen in Deutschland lebende Menschen sind Betroffene, sondern auch in Frankreich, auch in Spanien, ja sogar im Vatikan. Und Großbritannien hat ja immerhin sogar mitgemacht beim Schnüffeln. Oder ist der GCHQ etwa auf einem anderen Weg als die NSA? Ich glaube nicht. Und Sie haben auch europapolitisch versagt, weil Sie die EU-Datenschutzreform als einen wichtigen Baustein für besseren Datenschutz in der Europäischen Union nicht gestärkt haben. Sie haben ihn geschwächt und verzögert. Schuld ist die CSU, wahlweise die SPD oder die CDU. In Ihrer Rede, Herr von Notz, kam nicht einmal eine klar formulierte Kritik an der NSA vor. Ja, das stellen Sie nun fest und schütteln den Kopf und Sie sagen, kritisiert doch mal die NSA. Das tue ich fürwahr. Aber was tun Sie, dass sich das ändert? Es gibt kein Problem zwischen unseren Ländern. Es gibt ein Problem mit einer inakzeptablen Politik der US-Regierung. Und es gibt ein Problem mit der Unfähigkeit unserer Regierung, darauf angemessen zu reagieren. Und deshalb, Herr Binninger, haben wir auch so viel über die Bundesregierung gesprochen. In den USA selbst dreht sich der Wind. Und deshalb ist dem mutigen Herrn Snowden zu danken, der auch uns die Augen geöffnet hat. Chelsea Manning sitzt im Knast und Edward Snowden muss sich in Moskau verstecken, um die beiden prominentesten Beispiele zu nennen. Hier könnte die Merkel-Gabriel-Bundesregierung real handeln, wenn sie sich für einen sicheren Aufenthalt von Snowden hier in Deutschland einsetzen würde. Sie können was tun. Sie können Herrn Snowden hier mit einem Beschluss des Deutschen Bundestages dazu zu verhelfen, dass er hierher kommt und uns die Informationen gibt, die die NSA selber nicht bereit ist zu geben. Und daran, meine Damen und Herren von der Großen Koalition, daran werden wir Sie messen. Es wird jetzt wirklich mal höchste Zeit, dass Ihr Gepenne ein Ende hat. Schönen Dank.